Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einem neuen Tutorial. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr auf einem schnellen, praktischen Weg in eure Bilder ein Wasserzeichen einbringen könnt. Ich habe mir hier diese Vorlage gerichtet, dann hier Vektorgrafiken zwei Stück, einmal einen Anker und einmal eine Kamera. Wir beginnen damit, dass wir hingehen und wir haben hier ein Blau. Wir brauchen aber Schwarz-Weiß, das heißt, wir gehen hin, gehen auf Farben, Schwellwert und lassen es einfach hier automatisch einstellen. Das machen wir hier mit der Kamera genauso. Farben, Schwellwert und bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt gehen wir hin, rechte Maustaste auf die Kamera und gehen auf Kopieren. Ja, bearbeiten, kopieren. Markieren uns wieder den Anker, rechte Maustaste, bearbeiten, einfügen. Jetzt ist die Kamera natürlich viel zu groß, deshalb gehen wir hin, nehmen unser Skalieren-Werkzeug, schauen, dass hier die Kette geschlossen ist und skalieren uns erst einmal die Kamera auf ein erträgliches Maß und bestätigen mit OK. Schauen wir mal, ob das schon reicht, so wie ich mir das vorstelle. Ich würde sagen, das können wir schon so lassen. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. Dann setzen wir hier das nochmal an, schauen, dass die Kette geschlossen ist und ziehen uns hier die Kamera noch ein bisschen kleiner, skalieren sie und bringen sie hier einmal dazwischen, zwischen diese beiden Haken des Ankers. Ich würde sagen, jo, so können wir das lassen. Dann werden wir hingehen und einfach mit dem Ankerwerkzeug die eingefügte Auswahl verankern. Dann erstellen wir eine neue Ebene, transparent neu. Und jetzt haben wir hier eine Höhe von 640 in dem Originalbild. Gehen wir einfach mal hin und machen mal eine transparente Ebene, indem wir hier auf die Optionen gehen. Schalten wir erstmal hier auf 32 Bit und nehmen hier die Hintergrundfarbe weg und stellen hier auf transparent und bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt nehmen wir unser zusammengefügtes Symbol, bearbeiten, kopieren, bearbeiten, einfügen. Als nächstes gehen wir hin, nehmen unser Ausrichtenwerkzeug, markieren uns hier unsere Auswahl und bringen sie mit unserer Pfeiltaste ganz nach oben und verankern diese Auswahl. Jetzt werden wir das mal ein bisschen größer machen auf 100%. Im nächsten Schritt schreiben wir uns hier noch unsere Namen rein oder unsere Signatur, was auch immer. Ich werde hier hingehen, werde mal den Buchstaben hier, das Schreiben aktivieren. Gehe auf eine Schrift, die ich mir im Internet gesucht habe. Die ist übrigens frei, auch zur kommerziellen Benutzung. Engebrechtre Bold Expand oder Expand. Und stelle mal hier einfach auf 30. Ziehe mir hier eine Auswahl hinein. Und zwar direkt genauso, wie ich das haben will. Also auf die äußeren Kanten hier. Stelle hier auf zentriert und schreibe mir hier MGTC GIMP und dann My GIMP Tutorial Channel hinein. Und haben wir richtig geschrieben. Machen wir das mal ein bisschen größer. So. Vielleicht so. Also auf 35 sind wir gekommen. Rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. Im nächsten Schritt werden wir uns das hier noch ein bisschen verkleinern. Und nehmen hier unser Ausschneiden, dieses Werkzeug hier. Dieses Crop Tool. Und ziehen uns hier eine Auswahl und klicken hier die Auswahl hinein. Schon haben wir ausgeschnitten. Im nächsten Schritt gehen wir hin, Farben invertieren. Jetzt haben wir das Weiß hier und wir werden jetzt hingehen, einfach die STRG-Taste drücken und C, also kopieren. Jetzt haben wir dieses Symbol in unsere Zwischenablage eingefügt und können das sofort als Pinsel verwenden. Hier oben haben wir das. Gehen zurück. Nehmen unseren Pinsel, wir haben das markiert hier und machen das mal richtig groß. Vielleicht so, noch ein bisschen größer sogar. Schauen wir mal. Vielleicht so.
Das war dann zu groß. 2000. So was in der Größe. Und nehmen mal hier die der Kraft zurück, so auf 15%. Und dann schauen wir mal. Setzen uns hier einfach, wenn er das dann will, wenn er es macht. Weil es ja ein ziemlich großer Pinsel ist, müssen wir einen Moment warten, weil hier auf 32 Bit gearbeitet wird. Und schon haben wir hier unser Wasserzeichen eingefügt. Ja, ihr könnt es sehen, hier Wasserzeichen. Wenn ihr jetzt wollt, dass ihr den Pinsel immer wieder benutzen könnt, müsst ihr den natürlich als Pinsel abspeichern. Das bedeutet, ihr geht auf, wo sind wir denn hier, exportieren als, und hier nehmt ihr unten GIMP Brush mit der Endung GBR. Das heißt, ihr werdet jetzt hier, sagen wir mal, eingeben müssen, Wasserzeichen. Macht die PNG hinten weg, schreibt GBR hin und speichert euch das ab und verbringt es dann in euren Pinselordner, also in euren Brushes-Ordner von GIMP. Okay? Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Wenn euch mein Tutorial Freude gemacht hat, schreibt mir doch einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und vielleicht ein Abo. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.